Hand aufmachen und anfassen. Ganz ehrlich, wenn es dunkel ist, ne? Echt? Boah, dieser Winkel ist Bombe. Aber ich glaube, wenn du richtig durch den Nippel wirklich stichst, so, dann geht es. Nee, mein Nippel hängt hier unten. Ich kacke komplett an. Passt eigentlich, ne? Ich will nicht wissen, wie es ist, wenn ich wieder ohne die leben muss. Das ist ja so eklig. Peace, Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich bin Kim, du kannst mich auch Karamella nennen, however you want to. Und ich hoffe, ihr hattet alle einen schönen Mittwoch. Gestern war ja Mittwoch und gestern war mein Geburtstag. Also wenn ihr mir jetzt noch nicht gratuliert habt, dann aber alles Gute nachträglich ab in die Kommentare, ne? Ich bin 23 geworden, am 23. wird es ein wundervoller Geburtstag. Wenn ihr spontan seid und wenn ihr geil seid, dann kommt ihr morgen zu meiner Geburtstagsparty. Denn ich feiere öffentlich an der Volksbank Arena. Ab 18 Uhr sind wir da auf der Bühne, machen da Spiele, machen da Shows. Natürlich filme ich das auch alles mit. Ihr werdet das hier auf YouTube sehen, aber ihr könnt auch einfach morgen wirklich dahin kommen. Es ist eine öffentliche Party, es gibt Drinks, es gibt Food, es gibt alles, es gibt einen DJ. Ja, ich weiß, es ist spontan, aber vielleicht entscheidet ihr euch ja und dann können wir zusammen ein bisschen feiern, denn es ist alles organisiert und es wird unter dem Motto Kim der Geburtstag stattfinden. Ja, so ein Mix aus Kindergeburtstag und Kims Geburtstag. Es wird richtig cool. Ich würde mich freuen, wenn wir uns sehen. Wenn nicht, ich vlogge das natürlich auch. Deswegen könnt ihr natürlich auch gerne meinen Vlog-Kanal abchecken. Meine Nachbarn sagen schon wieder Hallo, die machen den Sonnengruß. Heute haben wir erstmal was ganz Verrücktes vor. Und zwar ist dieses Paket angekommen. Ich weiß nicht, wie das heute wird. Ich versuche es mal mit meiner Zunge zu öffnen. Heute ist übrigens ein richtig happy day. Ich habe einen Korb bekommen, beziehungsweise sogar zwei, aber die verniedlichen davon. Ein Körbchen. Die sind ziemlich groß. Ich habe mir Brüste bestellt. Sehr, 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 sehr große Brüste. Vielleicht kennt ihr das Video von Bibi. Sie hat sich nämlich auch mal so Fake-Brüste gekauft und hat damit so ein bisschen ihren Alltag beschritten. Und ich dachte mir, ich liebe alles, was XXL ist. Jetzt denkt nicht in irgendeine perverse Richtung, okay? Denkt einfach nur an Toblerone. Jesus Christ, was mache ich? Mama, als du das siehst, bitte guck einfach mal. Irgendwie habe ich mir das lustig vorgestellt und irgendwie habe ich das gesehen und ja. Ich habe mir halt jetzt auch diese Brüste bestellt. Oh mein Gott, das sind so große Brüste. Das ist einfach so, oh mein Gott, das ist so wabbelig. Das ist einfach ein ganz, ich muss diese Nippel so zuhalten, Leute, weil YouTube, man darf ja nicht, männlichen Nippel darf man natürlich sehen, aber weiblich, das geht ja gar nicht. Also das ist ja, das werden meine Brüste für diesen heutigen Tag sein. Hört sich so an, als wären irgendwelche komischen Unterwasserwesen miteinander kommunizieren. Ich habe nämlich heute ein besonderes Date. Und zwar mit meiner besten Freundin Anna. Ihr habt sie so lange nicht mehr gesehen, weil ich hätte sie auch schon richtig lange nicht mehr gesehen. Sie muss leider immer arbeiten, arbeiten und arbeiten. Aber heute sehen wir uns endlich wieder. Und deswegen dachte ich, mache ich mich besonders schick für sie. Ich würde euch so gerne die Nippel zeigen, das sieht so echt aus. Oh mein Gott. Das wiegt so circa ein Kilo. Es ist gar nicht so schwer. Ich gebe die Nippel ab und dann, ja, legen wir uns erstmal unter das Messer. Nicht so gefährlich. Das ist so groß, das ist einfach ein ganzer Body, den man sich anziehen muss. Okay, wir werden, oh Gott, das fühlt sich gerade schon ganz komisch an. Okay, wir ziehen das jetzt an. Das ist so komisch. Also ich frage mich echt, ob das Leute tragen. So for real, so, also die das so wirklich ernst meinen. Das Ding ist, ich habe mich schon vorher ready gemacht und kennt ihr das, wenn ihr jetzt nicht euer Make-up und so zerstören müsst? Ich fühle mich wie unter Wasser. Das ist ja das weirdeste ever. Oh mein Gott, ich dachte irgendwie, ich habe schon alles durch, aber nein. Fühlt sich irgendwie ganz okay an. Also Freunde, das ist mein Look für heute. Das Problem ist, ich gehe mit Anna raus, wollen ein bisschen einen BFF-Tag machen, ne? Aber ich habe ehrlich gesagt nicht so einen großen BH, den ich jetzt einfach so aus meiner Kommode hier hinzaubern könnte. Deswegen, das Erste, was wir jetzt erstmal machen, ist, wir brauchen einen sehr großen BH. Ich glaube, es wird sehr unangenehm, wenn wir jetzt in die Stadt gehen. Aber egal, so ist das. Seht ihr das auch nochmal von der Seite, ja? Es ist wirklich ziemlich groß. Also das Ding ist ja, Beauty Palace hatte das ja auch mal. Jetzt hat sie ja ihre Brüste vergrößern lassen, ne? Jetzt habe ich ein bisschen Angst, dass man jetzt so eine Bindung dazu aufbaut, ne? Zu diesem hier. Nicht, dass ich danach auch meine Brüste vergrößern will. Aber ich glaube, alles gut. Anna ist endlich da. Einen großen Applaus bitte. Was geht ab? Waren so lange nicht mehr in einem Video. Heute habe ich mir was ganz Besonderes überlegt. So. Ich muss jetzt gerade oben ohne frühstücken. Geht gerade noch nicht anders, weil ich habe noch kein BH. Wir müssen gleich auf jeden Fall, ich dachte, wir gehen ja eh shoppen. Dann schauen wir mal nach einem BH. Weil wie groß sind die eigentlich? Das ist jetzt G-Körbchen. G? Das ist das Größte, was es gab auf jeden Fall. Das ist riesig. Das ist wirklich richtig groß. Anna hat mir hier hinten so ein bisschen was weggeschnitten. Jetzt sitzt es auch wie angegossen. Es sitzt einfach perfekt. Und wie findest du es? Ich weiß es noch nicht. Ich bin so zwischen, das ist lustig. Dann bin ich schockiert. Dann denke ich mir so, wow, wie das wohl aussehen wird mit einem Oberteil drüber. Ja. Können wir dir mal so einen Rollkragenpullover kaufen? Wir kaufen einfach alles, was cool aussieht. Ich muss heute auch noch ins Fitnessstudio. Laber doch. Hammer, ne? Übrigens, Freunde, das ist ja jetzt schon krass und so, ne? Aber habt ihr Bock, dass ich auch mal einen Tag mit so einem riesigen Po lebe? Es gibt nämlich auch so richtig krass fette Po-Implantate, ne, die man so anziehen kann. Dann schreibt auf jeden Fall mal Hashtag Po in die Kommentare. Geht's ab, dann bestelle ich das. Ist ein bisschen teuer, aber ich will dann beides zusammen sehen. Wir können auch schwimmen gehen. Das ist echt chillig. Man kann hier in diesen Schlitz, ne, vielleicht auch einfach so einen Drink reinstellen. Und dann kann man einfach trinken. Also, es ist echt praktisch. Jetzt brauchen wir, also, ich will
jetzt nicht nackt rausgehen, ne? Schade. Ich weiß, du willst es. Ich würde es eigentlich auch gerne wollen, aber die Freikörperkultur in Deutschland ist leider sehr zurückgegangen seit dem demografischen Wandel. Und deswegen, ja, ich habe mir gedacht, es ist ja echt schwierig irgendwie sowas Enges anzuziehen, oder? Wir ziehen jetzt mal so eine Strickjacke an. Ist das? Ist das gut? Ist das cool? Also es sollte jetzt auch nicht so übertrieben betont sein, so, ne? Das ist einfach, ja, das ist das Leben mit großen Brüsten. Ich kann mir das halt gar nicht vorstellen, weißt du, weil für mich ist so... Richtig die Hand aufmachen und anfassen. Also meine Hände sind gar nicht so groß und ich habe echt große Hände. Soll ich so feiern gehen in Berlin? Ganz ehrlich, wenn es dunkel ist, ne? Guck mal, auf den ersten Blick, wenn es dunkel wäre, man würde kurz vielleicht denken, so ist echt... Oh, ich will mich auch kurz im Spiegel angucken, mach kurz. Oh mein Gott, das sieht ja richtig schlimm aus. Können wir dir nicht so was Enges anziehen? Was, ja, du kannst ja aber gerne mal in meinen Kleiderschrank reinschauen. Unten. Oh mein Gott. Nein, das ist so eigentlich, glaube ich. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Was? Kim. Oh. Das ist ganz komisch. Alter, okay, das ist echt groß. Ja. Das ist doch ein gutes Outfit, aber ich brauche ein BH, weil sonst ist... Oh Mann, das wird so unangenehm. Für dich? Für dich. Ah, du sitzt mit mir in einem Boot. Ja. Ja, okay, ich bin bereit für ein Shopping-Trip mit dir. Oh mein Kim. Das Ding ist, ich muss wirklich sagen, es schränkt ein bisschen ein. Und hier ist so ein Typ, der hält hier sowas. Hier kann ich perfekt einfach kurz meine Brüste ablegen und einfach mal kurz chillen. Also wir sind jetzt gerade draußen. Mit der Jacke fällt es noch nicht so krass auf. Also das hat sie echt gut getan. Ja, ne? Jetzt rede ich mal zu uns. Hallo, willkommen. Falls ihr diesen Channel noch nicht abonniert habt, dann hallo. Ah, na, da gucken gerade Leute. Da seht ihr mir aber gerade auf die Brüste geschaut, ne? Die echt? Ja. Was guckt ihr denn so? Oh mein Gott, Anna, das ist richtig unangenehm. Ich fühle mich belästigt. Ich fühle mich belästigt. Das ist krank. Weißt du, was ich überlegt habe? Meine Nippel sind ja richtig groß, ne? Ja. So einen kleinen Nippelpiercing stechen lassen heute auch. Keine Idee. Das machen wir. Also es ist wirklich heftig, dass die alle Gaffen drauf, ne? Echt, ey. Also es ist wirklich, das ist wirklich unangenehm. Hier, guck mal, ich drehe mal nach vorne, die gucken auf den Tisch. Ja. Ich fühle mich schon. Oh mein Gott, alle gucken, es sind doch nur Brüste. Leute, chillt mal, ja? Es ist halt einfach Doppel-G. Und das Ding ist, alle gucken da drauf und keiner guckt mehr auf den Hals. Ja, wirklich, ne? Ja. Entspannt. Ey, Leute, wenn dieses Video, ne, 20.000 Likes bekommt, dann muss Anna damit feiern gehen. Was? Ey, Junge! Bist du dumm, Mann? Wie viel Milch kann ich eigentlich mal mehr Milch produzieren, wenn man größere Brüste hat? I don't know. Das sind auch so Fragen, ne? Boah, dieser Winkel ist Bombe. Okay, wir setzen uns jetzt erstmal hin, genießen ein bisschen die Sonne. Sind wir jetzt eigentlich Busenfreundinnen? Ja. Was denn? Was lachst du so? Gibt es irgendwas, was heute anders ist? Ja. Die Polizei mir auch schon auf meine Brüste. Ich fasse es nicht. Das Ding ist, ich krieg's nicht drauf, wie die Leute draufschauen. Ich muss sie einfach mal konfrontieren, finde ich. Sobald jemand guckt, frage ich, sieht gut aus? Ich habe übrigens einen Piercing-Termin. Um 15 Uhr geht's ab, Alter. Meine ersten Nippel-Piercing. So einmächtig. Der ist schön. Ja, wir müssen uns beraten lassen. Mal schauen, ob wir was an dieser Größe finden. Hi. Haben Sie so größere BHs? Welche Größe brauchst du denn? G. Was waren die größten Brüste, die Sie jemals hier hatten? Ja. Okay. Also da die Auswahl ist jetzt nicht so groß. Nee. Denken Sie, das passt? Das muss man doch einfach überhaupt probieren. Oh mein Gott, sie dachte so, die sind echt, ne? Ich glaube. Wieso guckt hier keiner auf deine Hand? Aber es ist durch die Maske. Oh, Alter, ich glaube. Oh, könnte vielleicht passen. Denkst du, es passt? Nein. Nein? Warte mal. Oh. Ich finde, das sieht gut aus. Sieht gut aus, ne? Ja. Ja, sieht schon. Passt eigentlich, ne? Die werden jetzt noch ein bisschen hochgepusht auch, ne? Ich finde, das Schwarze ist, kannst du gleich behalten. Der Busenhalter, der ist es. Let's der go. Ist er. Dann mache ich mir jetzt nochmal frei. Ja, dann, so. Yay. Ich finde es richtig gut. Sie hat mich richtig ernst genommen. Hey, das finde ich ja jetzt auch gut, ne? Kim Petras hier hat ein Doppelkinn und sie embraced dieses Doppelkinn. Finde ich gut. Ich habe nämlich auch ein Doppelkinn. Siehst du das? Ja. Weil stell dir vor, ich würde das halt auch wirklich ernst meinen, weißt du? Auch wenn es fake ist, finde ich es gut, dass sie es ernst nimmt, weil wenn das mein Wunsch ist und sie das dann so akzeptiert, voll gut, so, weißt ja, du? Ja, finde ich auch nice. Ja. Ich frage mich halt, ob sie gemerkt hat, dass das, glaube nicht. Hast du nicht gemerkt? Also sie hat bestimmt gedacht, die sind gemacht oder so. Ja, natürlich. Was denn? Schön? Ja. Danke. Die sind echt. Oh. Soll ich mal richtig gegen die Scheibe laufen mit meinen Brüsten? Mal schauen. Hat nicht wehgetan. Die sind ganz verstört gewesen. Man kann damit echt Sachen umhauen. Ne? Also, ich glaube, das kann cool kommen. Damit das dann so ein bisschen aufgeht. Genau, damit man so ein bisschen das... Weißt du? Ich brauche ein bisschen Applaus. Wer hat dann auch mit applaudiert? Ja, Mann, findest du das Oberteil? Wow! Ist gut, ist gut.
Es ist gut eigentlich zu feiern so, oder? Wow. Irgendwie sieht das alles, das sieht jetzt so echt aus alles mittlerweile. Ich und meine Brüste, wir sind eins geworden. So langsam gewöhne ich mich halt echt dran, ne? Ich will nicht wissen, wie ist es, wenn ich wieder ohne die leben muss. Nein, Spaß. Es ist wirklich alles viel anstrengender damit. Für andere Leute ist es gut, man kann das richtig gut als Kissen benutzen. Und wenn man keine Hand frei hat, dann kann man auch ganz easy kurz sein Handy daran ablegen, weil wenn man nicht weiß, wo man es hinfügt, es ist schon praktisch. Macht das Leben leichter, aber auch irgendwie schwieriger. So sieht es übrigens aus, wenn ich mich bücke. Entschuldigung, darf ich einmal kurz... You got some very, very big breasts. Breasts. Chicken Breasts oder Veggie Patty auf deinem Tab. Also der BH passt auf jeden Fall. Ich ziehe ihn jetzt direkt an. Wir sind hier gerade so ein bisschen shoppen, auch noch andere Sachen. Also ich finde, jetzt sieht man die Nippel nicht mehr so doll. Ich weiß nicht, ob jetzt wirklich immer noch so viele gucken. Also ich glaube, was richtig der Blick angezogen hat, waren so diese... jetzt auch irgendwie insgesamt höher, ne? Ja, es ist jetzt, ja, es wird gehalten. Ja, wird gehalten. Anna und ich sind gerade noch weiter einkaufen und es ist wirklich richtig heftig. Manche Männer gucken einfach so ekelhaft, ne? Und normal. Hä, oh mein Gott, ich verstehe das nicht. Hey, gib mal Check. Woo! Na? Oh, nice. Ups, das ist wie ein Airbag, das ist richtig chillig. Oh. Nein, da ist ja quasi genug Puffer, da merkst du gar nichts. Also umso größer die Brüste, umso kleiner der Schwert. Also wir haben uns entschieden, was wir machen werden, und zwar einen richtig schönen goldenen Stab. Der kommt dann hier hin, ich kann es euch jetzt nicht zeigen, wir zeigen es euch durchs T-Shirt. Ich bin so aufgeregt, ob das schmerzhaft ist. Wir haben uns gefragt, wenn wir da jetzt eine Nadel bestechen, ob meine Brust einfach so wie ein Luftballon. Stell dir vor, die fliegt so weg, so. Aber ich glaube, wenn du richtig durch den Nippel wirklich stichst, so, dann geht es. Also meinst du, es ist richtig schwer, ne? Dass wir richtig stechen jetzt auch bei diesen Brüsten. Ja, du kriegst dass es nicht wegfliegen. Ey, oh mein Gott, diese Nadel. Ah! Aber guck mal, wie schön das aussieht. Boah, sind da Haare dran? Nein. Krass, dankt schön. Richtig toller Fuß. Kannst du auch mal ein bisschen dran rumspielen, gucken, wie es sich so. Ja, das war der erste Nippelpiercing meines Lebens. Und es fühlt sich gut an, es hat gar nicht wehgetan. Im Auto ist es echt praktisch, wenn man so ein Double Airbag hat. Also falls jetzt irgendwas passiert, fühle ich mich mehr geschützter. Das ist schon ganz schlau. Ey, diese Aktion mit diesem Piercing gerade, das war so verrückt. Es war witzig. Aber so eine Nadel dadurch stelle ich mir in echt wirklich schmerzhaft. Ah, ich kann da nicht richtig atmen. Also beim Sitzen, ich fühle mich so eingequetscht. Es ist wirklich unangenehm. Oh mein Gott, ich habe das Auto geholt, weil ich so ein paar Besorgungen für den Geburtstag ja morgen noch machen muss. Und ah, es wird so geil. Ich kann nicht mehr atmen. Ey, das ist so anstrengend, ne? Also ich fühle mich komplett eingeschränkt. Es ist mittlerweile abends. Es ist so anstrengend. Oh mein Gott. Und jetzt steht das Schlimmste bevor. 19 Uhr. Zeit fürs Fitnessstudio. Ich habe einfach nur Angst. Man sieht es, ich war gestern beim Brusttraining. Und jetzt, ich ziehe einen Hoodie an zum Sport. Ich weiß nicht, was ich sonst tragen soll. Ein Tanktop? Also, oder ein T-Shirt. Nicht mal ein T-Shirt passt richtig. Hoodie ist okay. Ey, das ist so... Nee! Meine Nippel hängen hier unten. Da ist einfach so viel. Da hängt so viel runter. Oh mein Gott. Also, ich weiß nicht, ob nur ich das sehe. Ich sehe so breit aus. Oh nein. Oh nee, ich will gar nicht dran denken. Das was muss, das muss. Schlüpfen wir erstmal in unsere Trainingsschuhe. Und dann kann es auch schon losgehen. Also ich finde es ja jetzt schon unangenehm, aber warum findet man das, also warum finde ich das unangenehm, weil ich nicht wirklich solche Brüste habe. For real, das ist ein anderes Level, mit solchen großen Brüsten Sport zu machen. Hut ab, ich schwöre, Ladies, you got this. Also es fühlt mich so, als wäre der ganze Tag schon Workout gewesen, weil das irgendwie so schwer ist, aber egal. Sieht auch so aus, als hätte ich eigentlich gar keine Hose an, ganz ehrlich. Ciao. Peace, Leute. Tschüss. Ich habe jetzt gar keinen Bock, da rauszugehen und dann auch noch zu laufen. Das wird jetzt anders unangenehm. Egal, ich konzentriere mich jetzt auf mich. Focus on myself. Ja, dann geht's jetzt los, ne? Das Band läuft los und ich auch. Nee, ich will das Tempo jetzt nicht hochdrehen. Also zum Laufen ist das echt scheiße. Ich will nochmal auf 10 km/h, jetzt muss ich auch nicht abgehen. Man fragt sich ja allein schon, warum macht sie das im Hoodie? Ja, das ist so anstrengend, ich komme nicht klar. Also der Alltagstest ist auf jeden Fall nicht bestanden. Abschluss. Ich kacke komplett ab. Ich kacke komplett ab. Also Leute, guck mich an. Das Ding ist, ich laufe wirklich nie. Ja, 105 Kalorien verbrannt. Ich kann ein Schoko Fresh mehr essen. Nach 12 Minuten Laufband bin ich am Arsch und es ist so unangenehm. Und das Ding, ich schwitze so heftig, dass... Ich wollte gerade dieses Desinfektionszeug holen. Dann wollte ich durch diese Lücke hier. Und es ist einfach sehr, sehr schwierig. Das geht so nicht. Ich kann das so nicht. Das ist richtig anstrengend. Das klebt. Das hat so ein Vakuum mit meiner richtigen Haut. Wie ich da drunter schwitze. Das ist so ekelhaft. Jetzt hat sich das hier aufgebläht. Jetzt. Ich muss ganz schnell duschen. Ganz schnell nach Hause. Ganz schnell duschen. Das ist das ekligste ever. Oh mein Gott, was ist das denn? Habe ich geschwitzt? Ich hab übertrieben geschwitzt. Ey, ich hab übertrieben geschwitzt. Ich
hier drunter ist es einfach nur komplett nass. Okay, ich muss nach Hause. Das ist jetzt so eklig. Ich habe gerade so ein Doppelkinn mal gemacht. Und dann kam mir einfach so ein Tropfen Schweiß raus. Das ist ja so eklig. Das Ding macht mir sogar noch ein Kinn mehr. Oh mein Gott, ich schwöre, eigentlich ist es nicht vierfach. Das war auf jeden Fall der kürzeste Fitnessstudio-Besuch ever. Noch unangenehmer ist es, dass ich jetzt direkt wieder gehe, so nach gefühlt 5 Minuten. Friends, es ist endlich vorbei. Ich habe das hinter mir und ich lasse das jetzt auch erstmal hinter mir. Falls dir das Video gefallen hat, dann hinterlass auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Vergiss nicht, den Channel zu abonnieren und Teil der Caramella Crew zu sein. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall nächstes Mal. Falls ihr Bock auf den Po habt, ne, ihr wisst.